So, meine lieben Freunde, ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Puzzlecraft. Mittlerweile die 12. Folge müsste das sein. Wir kriegen wieder ein wenig Gold. Und zwar kriegen wir 50 Münzen. Gut, wir werden mal ein bisschen die Missionen weitermachen, die wir hier haben. Wir müssen ein Häuschen bauen und ein Häuschen und ein Häuschen und wir müssen so vieles bauen. So, wir haben Geld verdient. 5000 Münzen. Dafür gibt es noch einmal 50 Münzen extra. Und was anderes noch? Nö. Tja, ansonsten kann ich gerade hier irgendwie nicht mehr weitermachen. Also ich muss hier jetzt sammeln und zwar erstmal Eisen. Dann werden wir erstmal Eisen sammeln. Und schauen, wie es danach so weitergeht. Hier nehmen wir das Eisen mit. Kannst du mal wie man die Schaufel benutzen. Die wir dich nicht ab lösen können, ne? Nö, die nicht. Was macht das hier? Sammelt alle Steine. Und nur die dummerweise die Rune nicht. Das ist sehr ärgerlich. Und so viel Eisen haben wir hier. Sehr gut. Ja, also müssen wir jetzt gleich voll haben, das was ich brauche. Denke ich mal. Kohle habe ich hier noch, mindestens 3. Schnee! Ist das Schnee? Ach, Silber ist das, genau. Ich denke mal, es ist Schnee gewesen. Dreck bringt gar nichts. Null. Keine Vorteile, das Teil. Gym. Kohle. Her damit. Nehmen wir meine Schaufel noch mit. Können wir das Eisen noch alles mitnehmen. Zack. Und die Steine. Und dann gehen wir noch einmal mit der Hand hier lang. Joe Goris hat den Quest begonnen und braucht Hilfe. Hilf deinem Freund. Sammel Puzzleteile sammeln. 120 Stück nur noch. Na, machen wir doch mal. Wir haben 12 Tage Zeit und wir müssen 120 Puzzleteile sammeln. Das sollte eigentlich kein Problem sein hier. Ich würde gerne die Truthähne sammeln. Kriege ich hier einen frei? Wunderbar, kriege ich. Ein Freizug? Na, ich habe ein Getreide verpatzt. Ein Getreide verpatzt. Fangen wir mal von oben an. Das macht aber auch keinen Unterschied. Ne. Macht es nicht. 3 Züge nur noch. 2. Ein Zug. Müsste aber die 120 Puzzleteile gesammelt haben, oder? Awesome. 104, leck mich doch. Gut, nicht ganz geschafft. Und der Rest, hier 16 Stück fehlen ihm noch. Hab überall schon was reingemacht. Plus 1. Krieg ich einen Hirtenstab. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, ehrlich gesagt. Aber wir schicken die einfach alle mal los. Ich, wie gesagt, keine Ahnung, was das bedeutet. Kein Plan. So, genug Eisen. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich... Ja, wir werden mal ein bisschen Gras sammeln hier. Also alles sammeln. Na, jetzt habe ich ein Grasstück verpasst. Ach, Menno. Na, schon wieder eins. Das gibt's doch nicht. Jetzt ist aber die Maus schuld. So viel Getreide. Ich brauche mehr Mohrrüben. Und dafür brauche ich mehr Getreide. Zack, jetzt habe ich 4 Stück hier, die aber alle sowas von dumm verteilt sind.
Oh, ich kenne auch den Käfig. Zack, alle Vögelchen her. Oh, so viel Getreide. Das ist irgendwie das einzig schwierig, gerade diese hessischen Gemüse-Dinger. Oh, nice. 6 Dinger, glaube ich, haben wir gerade gesammelt. Nehmen wir mal die. Ich kann hier gar nichts mitnehmen, wirklich. Nehmen wir die Sense mit. Ich brauche aber auch noch Fleisch. Ey, Wahnsinn, wie schnell die Züge vorbeigehen. Wahnsinn! Okay, ja, wir machen weiter. Wir haben 45 Münzen, ist ja gar nichts. Das kann man so oft machen. Zwar haben wir auch nur 10 Runden hier, aber das ist okay. Und hier haben wir so viel Gras. Machen wir mal, was machen wir denn weg? Ich weiß gar nicht. Oh mein Gott. Ich kann gar nichts wegmachen. Ah, die Bäumchen vielleicht. Das hat nicht wirklich viel gebracht. Uiuiui. Aber Karotten. 2 Stück wieder. Mal wieder 2 Karotten. Muss ich alle mitnehmen, der ist einfach so wichtig. Keinen Freizug mehr gehabt. Ärgerlich. So. Ich brauche immer noch genügend mehr Karotten. Und Fleisch brauche ich auch noch. Ding, ding, ding. Ja, mit dem Getreide. Ich mach's alles kaputt. Nochmal. Das ist Gras, oder? Damit alles Gras, genau. Oh, man muss Gras weg. Da haben wir eine Karotte. Blub, blub. Ein bisschen die Bäume fällen. Sieht schlecht aus. Aber sieht jetzt gut aus. Sehr gut. Und da haben wir wieder 2 Karotten dazu. Finde ich spitze. Drei Suppen immer noch. Das ist so Wahnsinn, das dauert einfach so lange. Eine Karotte bekommen. Bäumchen, weg damit. Na, ich muss auf jeden Fall mehr verbinden für das Schwein. Davon brauche ich auch noch einige. Das reicht nicht für ein Schwein. Und wenn ich jetzt. Kann ich sie auch nicht absammeln. Ich brauche mehr davon. 1 nur noch. Nehmen wir Holz mit. Jetzt haben wir, weiß ich nicht, wie viel Holz. 110. Steht nicht hier, hier steht's. 109 Holz haben wir. Wir könnten 500 Münzen dafür kriegen. Ja, wir haben so viel Zeug. Wahnsinn. Was war das gewesen? Das mit dem mal 2? Ich glaube, ich kann nicht mehr tragen, oder? Als 1. Ja, das ist das Maximum. Das kriegt ja jeden Tag durch das Silo. Das heißt, wir machen mal 1. Zack. 20 Tage kriege ich einmal am Tag hin.
Dann weg mit dem Gras. Dann holen wir uns mal ein paar Karotten. Das war jetzt auch nicht so viel gewesen. Alles Getreide weg. Ziemlich viele Hühner. Aber reicht nicht für ein Schwein. Das ist sehr ärgerlich. Weg mit dem Holz. Da haben wir ein Schwein, das uns aber auch nicht wirklich viel bringt. Ich brauche mehr. Vor allem muss ich auch dafür sorgen, dass ich weniger Tiere brauche, um ein Schwein ranzukriegen. Ich brauche 10 Stück davon, das ist ja abartig. Wie soll ich denn das bitte hinkriegen? Machen wir Sense und das hier und dann hacken wir noch ein bisschen das ganze Holz ab. Also einmal am Tag könnte ich richtig raushauen, das ganze Zeug. Da ist das Schwein. Gib mir das ganze Gras weg, dann die ganzen Bäume weg. Das Getreide lohnt sich jetzt nicht. Ich komme an die Schweine nicht ran. Kann ich die verbinden? Noch mindestens 3, ernsthaft. Das ist ja Beschiss! Ich komme gar nicht ran. Getreide habe ich ja eh keins mehr. Irgendwie gibt es hier kein Getreide mehr. Tja, das ist ja echt abartig. 3 Schweine haben liegen, sind da liegen geblieben. Ah, ich habe 2. Ah, das brauche ich halt. Kohle brauche ich wieder auch noch und ach Gott, ich brauche noch so viel. So viel und wirklich viel gemacht habe ich jetzt nicht. Was haben wir hier? Werkzeug benutzt, 100 Stück, 50 Münzen dafür kriegen wir. Und hier haben wir noch einmal 300 Puzzle in einem Besuch sammeln. Gehen wir noch 50 Erfolg. Einfluss. Genau, Einfluss. Gut, meine lieben Freunde. Wir machen mal eine ganz kurze kleine Pause. Beim nächsten Mal könnte ich ein paar Arbeiter beschwören. Ich habe mal ein paar Arbeiter beschwören. Ah ja, holen wir ein paar her hier. Du brauchst ein Getreide weniger für Gemüse. Machen wir. Ein Vogel weniger für ein Herdentier, machen wir auch. Und ich habe jetzt einen zu viel angeheuert. Na gut, einer steht jetzt rum und macht gar nichts. Das ist auch okay. Okay, meine lieben Freunde. Wir machen kurz eine kleine Pause. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Puzzlecraft 2. Bis dahin. Ciao.